bevor wir das wirklich entscheiden, würde ich sagen. Oh, ich würde da zu gern zugreifen gerade. Wir reden später. Kann ich dir helfen? Toll, sie geht runter, er kommt drauf. Geht's noch? Suchst du was? Arschloch. Das ist eine gute Frage, wie gesagt. Also ich weiß noch nicht, welche wir da nehmen. Ja, aber du hast ja auch gehört, ne? Es gibt ja eine Splittergruppe offenbar. Von Alps. Dorgans Truhe ist leer. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Also hier bei dem Hammer steht nichts von wegen gestohlen, ne? Den könnte ich mir quasi nehmen. Sehe ich das richtig? Ich. Seid mir nicht böse, das speichere ich jetzt mal und will das mal testen. Will ich jetzt mal gucken. Merke sofort, wenn hier was fehlt. Nö? Alles gut. Nice. Ey, ja, ist immer dieses Mana, ne? Guckt euch mal an hier. Das ist auch so ein Mana-Stein hier. Ja, aber die kann man doch als Tauschobjekte benutzen. Entschuldigt. Solche Sachen kann man auch als Tauschobjekte benutzen, wenn man nicht genug Knete hat. Um dann quasi die Rechnung auszugleichen. Ja, interessante Abwehrmaßnahmen haben die hier, ne? So richtig schön aus dem Mittelalter. Jo, da sind mal ein paar Pfeile. Oh. Ich sehe hier niemanden. Ihr? Danke. Spinner. Dann bin ich hier hinter dem Haus, okay. Ich finde das Jackpack geil. Ah, super. Oh, oh, oh. Elex, etc. Klopapier. Yay. Ja, dann greife ich jetzt auch nicht zu. Hey, du. Bist du der Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Da stand nicht geklaut. Ah, guck mal, hier sind sie irgendwas am Anpflanzen. Das große Ding, da hat man eine große Variante schon gesehen von. Boah. Yay, ist wieder hell. Ah, ist richtig geil gemacht hier. Sag ja, ne? Hast du etwas verloren? Ja. Mann, lass mich doch mal gucken. Stress doch nicht so. Pilze! Ah, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Da gucke ich doch bestimmt mal bei dir rein. Da werde ich bestimmt mal reingucken, Rabbit. Oh, nochmal Setzerbrot. Pilze! Ah, guck mal hier, die sind kräftig am Anpflanzen, ne? Diese komischen runden Kugeln. Da werden wir bestimmt noch gesagt kriegen, was das genau ist. Wenn ja schon so anpflanzen. Alter, die haben ja eine ganze Farm, haben die ja hier, ist ja unglaublich.
verdammte Brut! Oh! Was? Zur fucking Hölle! Was? Geht denn bitte hier ab? Heiliges Kanonenrohr, was geht denn hier? What the Halleluja! Sag mal, die ticken doch nicht sauber! Ja, dann gucken wir doch direkt mal in die Höhle rein hier! Oh, was haben wir denn hier? Eisenader. Ich brauche eine Spitzhacke, bitte, danke. What the fuck? Ich glaube, es hackt. Mamma mia, ey. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Ich sehe hier kein Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist umgewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Aha, Setzlinge sind das also hier, diese Dinger. Interessant. Junge, Junge, Junge. Vor allen Dingen, die Viecher haben Metallschrott dabei, das muss ich auch mal reinziehen. So, hier war doch noch ein zweiter Typ. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist der mal weg. Auch nicht schlecht. Hoppala. Ich kann jetzt nicht. Ja, die Stimme, wie man merkt, die ist relativ gleich gerade von dem anderen. Aber egal. Schade. Ja, ich sag ja, überall diese Setzlinge, ne? Unglaublich. Zumindest wissen wir schon mal, dass die Dinger das Elex umwandeln. War doch gerade wieder was. Ah, ich wollte schon sagen. Habe ich doch was gesehen. Gucken. Das ist ein normaler Setzer. Wer bist du? Ein normaler Setzer. Auch ein normaler Setzer. Du bist auch ein normaler Setzer. Alles klar. Ja, genau, genau. Ja. Also vorher war ich hier in Alp und habe dann quasi das Elex so konsumiert und die wandeln das Elex halt um und dadurch werden diese Setzlinge draus, wo wir eben am Anfang noch gesehen haben, wo das Ding so richtig dick und fett geworden ist. Was das noch mit sich auf sich hat, das werden wir, glaube ich, noch hören. Ja. Mutantkraut sogar. Oh! Hat keiner gesehen, oder? Hell. Hat bestimmt keiner gesehen, dass ich da jetzt einfach die Lampe eingesammelt habe, ne? So, meine Süßen, wir machen aber mal eine kleine Pause. Würde ich mal sagen. Das war jetzt ein Versehen, ich schwör's. Ich schwöre, war ein Versehen.
Wir machen eine kleine Pause, ich muss mal auf die Toilette und ihr könnt dann mal, diejenigen, die raus müssen zum Rauchen, können dann mal gerade rausgehen, eine rauchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in ein paar Minütchen. Und von daher, bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich ja wieder. Ich hoffe, alles gut bei euch. Klar, die meisten werden wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Aber macht nichts. Und hallo, Craig! Hi, Olli, wie geht's dir? Der ist nicht gerade gesprächig, der Junge. Ich will mir nicht direkt am Anfang schon Feinde machen, deswegen lasse ich das Clown gerade mal noch ein bisschen bleiben. Ja, 8 Stück, komm, her damit. Gebratenes Fleisch ist immer gut. Und weiter geht's. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um hier. Oh, ein Apfel. Oh mein Gott. Du, 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 du. Ich sag ja, das Jetpack finde ich einfach nur super. Ich wäre normalerweise jetzt volle Sofa abgestürzt. Nein, das ist nicht sowas wie Skyrim oder Oblivion. Das ist eher Richtung Gothic. Das ist von den Herstellern von Gothic. Ein neues Game von denen. Und ich bin schon hellauf begeistert davon. Nein, es ist kein mittelalterliches Game. Das ist es ja eben. Greg, es ist folgendermaßen. Dieses Game spielt in der Endzeitgeschichte quasi. Es gab einen großen Meteoriteneinschlag, der die alte Welt quasi in Schutt und Asche gelegt hat.
Das sieht man beispielsweise da hinten auch. Da sieht man dann noch hinter dem Werker, wenn du da hinten mal guckst.